Wir kommen nun zur Verleihung der Ehrenmedaille der Universität für Bodenkultur Wien an Hofrat Diplom-Ingenieur Dr. Walter Grabmeier. Und ich darf den Laudator, Herrn Professor Dr. Walter Seckuth, bitten, seine Laudatio zu halten. Herzliche Grüße, werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Walter, endlich ist es soweit, dass ein Spätberufener einem anderen Spätberufenen zu einer späten Ehrung eine Laudatio halten darf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie merken schon, uns verbindet mehr als der gemeinsame Vorname und auch das Fach Waldbewertung oder Forstökonomie. Wir beide haben, was typisch ist für Forstleute, erst über Umwege zur Forstökonomie gefunden. Bei Walter Grabmeier war es die Phytopathologie, bei mir war es die Waldökologie und wir befinden uns da in bester Gesellschaft. Unser gemeinsamer verehrter Lehrer Professor Frauendorfer war bekannt für sein Interesse an der Forstbotanik, bevor ihn der Ruf zur Forstökonomie ereilt hat. Späte Ehrung, das erklärt sich dadurch, dass ich schon 2008, also vor einigen Jahren, überzeugt davon war und daher auch den Versuch unternommen habe, die Verleihung der Honorarprofessur an Dr. Walter Grabmeier zu initiieren. Damals war ich leider noch nicht berufen und habe als einfacher Dozent offenbar nicht die erforderliche Schubkraft aufgebracht, um das zum Erfolg zu bringen. Vielleicht haben auch andere Umstände missliebig mitgespielt, aber umso mehr freut es mich, heute, hier und jetzt die Laudatio für dich halten zu dürfen. Danke. Danke dir, Walter, für deinen unermüdlichen Einsatz für die Forstökonomie, das musste ich ablesen. Danke für die stets wirklich anregenden fachlichen Gespräche und das muss ich nicht ablesen. Danke für deine persönliche Freundschaft. Danke. Die Ehrung. Mit der Verleihung von Ehrenzeichen sagt die Universität für Bodenkultur Wien formell Danke. Die Ehrenmedaille ist gemäß der Satzung der Bodenkultur eines von 5 sichtbar zu tragenden Ehrenzeichen. Geehrt werden besondere Verdienste um die Universität bzw. um die von der Universität vertretenen Wissenschaften. Der Antrag betreffend die heutige Ehrung wurde gemeinsam eingebracht vom Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und dem Department für Wald- und Bodenwissenschaften. Und er wurde unterstützt von der Kursleitung des Universitätslehrgangs Ländliches Liegenschaftsmanagement und von der Stabsstelle für lebenslanges Lernen und Weiterbildung. Allein das zeigt, welch große Anerkennung und breite Unterstützung dieser Vorstoß erfreulicherweise gefunden hat. Gewürdigt wird damit insbesondere sein außerordentliches Engagement in der Vertretung des Faches Waldbewertung. Über 13 Jahre hinweg, vom Sommersemester 2003 bis Sommersemester 2015, hat Dr. Grabmeier seine Expertise im Lehrauftrag Waldbewertung eingebracht. Dabei hat er auf didaktisch hohem Niveau sowohl die theoretischen Grundlagen als auch Aspekte der Bewertungspraxis höchst kompetent vermittelt. Alles andere als selbstverständlich war dabei sein stetes Bemühen um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Lehr- und Lernunterlagen. Für einen extern Tätigen ist das keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß das zu würdigen. Auf die Bedürfnisse unserer Studierenden ist Walter Grabmeier immer zuvor und entgegenkommend, auch im räumlichen Sinne von Freistadt nach Wien, eingegangen. Und das, obwohl die Termintreue mancher Prüflinge und die offenbar systemimmanenten Terminkollisionen bei der Lehrveranstaltung alles andere als eine große Motivation dargestellt hätten. Da habe ich zuletzt auch als berufener Professor leider keine Abhilfe schaffen können. Das muss ich eingestehen. Auf der anderen Seite demonstrieren wir damit etwas, was ich immer wieder auch unseren Studierenden sage, was sie jedenfalls mitzunehmen haben. Zielorientiertes Verhalten in chaotischen Systemen. Das haben wir, glaube ich, erfolgreich gelebt.
Walter Gradmayr hat, auch wenn er nicht eigenständig, das war ja eine Intention für die Honorarprofessur, eigenständige Betreuung von Abschlussarbeiten, er hat Abschlussarbeiten maßgeblich unterstützt, dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ja, was noch wollte ich sagen? Genau, ja, aufbauend auf das einschlägige Doktorat bei Professor Sagel, durch die intensive Befassung mit der Literatur sowie den steten Austausch, insbesondere auch mit Professor Moog von der Technischen Universität München, hat sich Walter Gradmayr um das wissenschaftliche Fach Waldbewertung besonders verdient gemacht. Martin Moog lässt sich übrigens für heute entschuldigen, er wäre gerne zu dieser Feier gekommen und hat mich gebeten, dir seine Grüße und Glückwünsche auszurichten. Besonders wertvoll für die Vermittlung nicht nur von Fakten und Methodenwissen, sondern darüber hinaus auch von Anwendungskompetenz, war von Anfang an sein reichhaltiger Erfahrungsschatz, den er sich im Rahmen seiner außerordentlich regen Gutachtertätigkeit erworben hat. Dazu möchte ich Ihnen aus dem Vorwort zum Fachbuch Bewertung in Forstbetrieben von Professor Sagel folgendes Zitat nicht vorenthalten. Im Gerichtssaal wird man ganz anders gefordert als im Hörsaal. In dem einen muss man Gutachten abgeben, von denen Menschen betroffen sind. In dem anderen kann man Lehrmeinungen vertreten, die unter Umständen keinen Menschen interessieren. Die Praxis der Waldbewertung, insbesondere als Gerichtsgutachter, ist eine Kunst, nicht unbedingt eine Wissenschaft, ist eine Kunst, in der Walter Gradmayr ein besonderer Meister ist, ein großer Meister ist. Gilt es doch angesichts der Pluralität von Lehrmeinungen und dem Stehsatz der Wissenschaft, es kommt ja ganz darauf an, im speziellen Falle, konkrete Ansätze und Ergebnisse überzeugend darzustellen. Die Auseinandersetzung zwischen Gutachtern im Gerichtssaal stellt ganz andere Anforderungen als der wissenschaftliche Diskurs, bei dem man sich gegebenenfalls darauf einigen kann, nicht einer Meinung zu sein. Pluralität der Lehrmeinungen ist ein Wert an sich. Zumindest in zwei grundsätzlichen Entscheidungen hat auch der Oberste Gerichtshof deine Argumentation aufgegriffen und bestätigt. Das zeigt nur, wie wertvoll diese Beiträge auch sind. Für die Einblicke, die du mir und dem Forec-Team, klein aber fein, das Forec-Team an der Bodenkultur, in die Fragen und Probleme der Bewertungspraxis eröffnet hast, bin ich dir besonders dankbar. Wir haben sehr davon profitiert und hoffentlich können wir das auch weiterhin. Die Sachverständigentätigkeit von Walter Gradmayr geht über Wald- und Holzwirtschaft weit hinaus und erstreckt sich auch unter anderem auf verschiedene Kategorien von Immobilien. So war es fachlich durchaus naheliegend, aber in der Sache alles andere als selbstverständlich, dass er sich auch im Universitätslehrgang ländliches Liegenschaftsmanagement engagiert und in den beiden bisherigen Durchgängen gelehrt hat. Sein Einsatz für die Weiterbildung an der Bodenkultur geht aber darüber noch weit hinaus. Er hat in diesem Lehrgang auch Abschlussarbeiten betreut oder ist noch dabei, glaube ich, sie zu betreuen. Und er hat auch sich eingebracht, sehr verdienstvoll eingebracht, in die Entwicklung eines Vorkonzepts für einen neuen, zusätzlichen Universitätslehrgang, der sich der Bewertung von agrarischen und forstlichen Liegenschaften widmen soll. Und trotz aller Systemwiderstände, und derer gab es bis heute nicht wenige, ist auch morgen wieder seine Bereitschaft gegeben, an einer Sitzung teilzunehmen und an der Finalisierung des Curriculums mitzuwirken. Das Fach Waldbewertung, es war kurz erwähnt, ist ein Pflichtfach im Masterstudium der Forstwissenschaften, dem ein Umfang von 2 ECTS zugeordnet ist. Das bedeutet, übersetzt, eine Workload auf Neudeutsch für unsere Studierenden von 50, wie es heißt, Arbeitsechtstunden. Es handelt sich inhaltlich um eine Kernkompetenz im Bereich der Forstökonomie. Waldbewertung klingt nicht so wissenschaftsfern wie Waldwertschätzung und ist auch umgangssprachlich unmittelbar interpretierbar im Unterschied zur forstlichen Statik. Wer von Ihnen kann sich unter forstlicher Statik etwas vorstellen, was mit Bewertung zu tun hätte? Es gibt aber historisch gemeinsame Wurzeln und auch heute noch stellt das Fach immer wieder neue Herausforderungen. Wie der Begriff nahelegt, Waldbewertung, geht es darum, dem Objekt Wald monetäre, ökonomische Werte zuzuordnen. Da könnte man jetzt daran denken, wie geht das? Natur bewerten,
Ist das überhaupt vereinbar? Ökonomische Werte und der Eigenwert der Natur, um den Eigenwert der Natur geht es nicht in dem Fach, denn dieser Eigenwert, der manchmal postulierte, steht außerhalb des ökonomischen, wissenschaftlichen Paradigmas. Wenn wir aber Wald vereinfacht als Produktionsfaktor für die Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz betrachten, dann ist auch ein unmittelbarer Zusammenhang mit Märkten, mit Wirtschaft, mit Preisen gegeben. Das Besondere an der Holzproduktion ist allerdings, dass wir die Bäume im Schnitt rund 100 Jahre lang wachsen lassen müssen, bevor wir sie ernten können. Das ist ein in der Wirtschaft einzigartig langer Zeitraum, der Generationen von Eigentümern und Entscheidungsträgern überbrückt. Und in der Waldbewertung machen wir es uns nicht gerade einfach, aber doch, es ist eine Vereinfachung, wir gehen einen Schritt weiter, berufen uns auf die Nachhaltigkeit und rechnen mitunter gleich mit Formeln für die Ewigkeit. Stichwort der ewigen Rente. Da kommt dem Kalkulationszinsfuß eine ganz zentrale Bedeutung zu, über so lange Zeiträume natürlich. Angesichts der heutigen Zinslandschaft könnte man meinen, ja, der Unterschied zwischen 0,1% und 0,01%, den Sie am Sparbuch bekommen, ist vernachlässigbar. Das mag für Ihre Sparzinsen auf die unmittelbare Zukunft gesehen stimmen. Wenn Sie aber mit diesen unterschiedlichen Werten eine ewige Rente kapitalisieren, ist die Wertrelation 1 zu 10, unabhängig davon 1 zu 10. Eine andere, durchaus dubiose Größe in der Waldbewertung ist das sogenannte Verwaltungskostenkapital. Das ist kein Kapital, das Sie liquidieren und anderswo investieren könnten. Das ist kein Kapital, um das Sie irgendwer beneidet und es Ihnen vielleicht wegnehmen wollte. Es ist eine reine Rechengröße, die je nach Kontext der Verwendung entweder sich in einem Formelansatz wegkürzt oder als entscheidungsrelevant übrig bleibt und in Erscheinung tritt. Daran geknüpft ist diese nicht unspannende Frage, ob stehendes Holz mehr oder weniger wert ist, je nachdem, von wem der Wald bewirtschaftet wird, in dem dieses Holz steht. Und es freut mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, auf Grundlage einer gemeinsam betreuten Masterarbeit letztlich zu viert im Vorjahr im Austrian Journal of Forest Science einen entsprechenden Fachbeitrag zu publizieren. Der Mensch. Kurz zum Lebenslauf. Walter Gradmeier ist gebürtiger Oberösterreicher aus Bad Gäusern, Jahrgang 1948. Den Hang zum Lehren hat er möglicherweise von seinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Beide waren Lehrer, haben den Lehrerberuf ausgeübt. Was ihn zur Forstwirtschaft und später auch noch zur Forstökonomie geführt hat, wird er uns hoffentlich in Kürze selbst berichten können. Nach dem Studium der Forstwirtschaft an der Bodenkultur ist er jedenfalls als Universitätsassistent im Fachbereich der forstlichen Phytopathologie 3 Jahre lang an der BOKU verblieben. Von hier ist er in den oberösterreichischen Landesforstdienst gewechselt, wo er zuletzt 16 Jahre lang bis zum Übertritt in den Ruhestand im Jahre 2010 die Bezirksforstinspektion Freistadt geleitet hat. Bereits ab 1979 hat er eine rege Sachverständigentätigkeit entwickelt und zudem, wie erwähnt, auch den Lehrauftrag an der BOKU später wahrgenommen. Dem nicht genug hat er sich auch als Vortragender, vor allem im Zusammenhang mit der Weiterbildung von Sachverständigen, vielfach engagiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Folgenden will ich Ihnen gerne in aller Kürze Walter Gradmeier so vorstellen, wie ich ihn selbst kennen und schätzen gelernt habe. Zuerst sind wir uns am damaligen Institut für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft begegnet. Er war Dissertant, externer Dissertant bei Professor Sagel und ich habe mich gewundert, warum sich jemand das antut, der ja beruflich das nicht unbedingt braucht. Er ist nicht Forscher von Beruf, warum? Später habe ich erkannt, das ist typisch Walter Gradmeier, er hat den Auftrag, dass sich Sachverständige am Stand der Wissenschaft zu orientieren haben, gleich so umgesetzt, dass er selbst eine wissenschaftliche Arbeit verfasst hat. Später im Fachausschuss für Betriebswirtschaft des Österreichischen Forstvereins ist er mir durch sein reges Interesse und die fachliche Kompetenz aufgefallen. So war er auch der logische Kandidat, als es um die Neuvergabe des Lehrauftrags für das Fach Waldbewertung ging. Dankenswerterweise hat er sich dieser Herausforderung gestellt
obwohl der finanzielle Anreiz nicht wettbewerbsfähig ist. Und das Finanzamt nebenbei gesagt, zumindest hast du es einmal so berichtet, nicht einmal die Reisespesen zwischen Freistadt und Wien als Werbungskosten anerkennt. Auch war es offenbar nicht Eitelkeit, die ihn motiviert hat. Zumindest mir ist kein Briefkopf und keine Visitenkarte bekannt, wo er sich als Universitätslektor outet. Vielmehr ging es ihm um Sendungsbewusstsein, seine Expertise an andere zu vermitteln. Als Reserveoffizier, zuletzt im Range eines Hauptmanns, hat Walter Grabmeier für mich militärische Tugenden verkörpert, die ich in meiner Karriere als Wehrmann so nicht kennengelernt habe. Wen wundert es vielleicht? Aber Pflichtbewusstsein, Korrektheit, Pünktlichkeit, Disziplin sind da besonders hervorzuheben und kennzeichnen ihn und sein Wesen. Und so ist er auch schweren Herzens, aber konsequent dem ärztlichen Rat gefolgt und hat seine Tätigkeit als Wanderprediger der Waldbewertung früher als geplant aufgegeben. Es wäre aber nicht Walter Grabmeier, wenn er nicht für einen geeigneten Ersatz seiner Person selbst Vorsorge getroffen hätte. Und so darf ich unter den Ehrengästen heute auch besonders seinen Nachfolger in diesem Amte, Dr. Gerald Schlager, begrüßen. Die weitere Charakteristik im Interesse der Zeitökonomie im Wort Rap: Walter Grabmeier, ein Mann der Wandlung. Die Entwicklung von studentischen Umtrieben zum umtriebigen Lehrenden ist wahrscheinlich kein Alleinstellungsmerkmal. Aber der Wandel vom Agnostiker der Waldbewertung zum Wanderprediger in diesem Fach ist immerhin bemerkenswert. Walter Grabmeier, ein Mann der Werte. Er hat die Ermittlung von Werten zu seinem Steckenpferd, kann man ruhig sagen, gemacht. Und auf der anderen Seite vertritt er selbst Werte, überzeugend, indem er sie lebt. Walter Grabmeier, ein Mann mit Handschlagqualität. Das ist jetzt keine plumpe Anspielung auf seine Vergangenheit als Kampfsportler. Da hätte man auch von Trittsicherheit oder Wurfgewandtheit sprechen können. Aber wer mit ihm zu tun hat, kann sich davon überzeugen oder hat sich eben schon davon überzeugt, was er zusagt, das hält er auch ein. Walter Grabmeier, ein Mann mit Witz. Geistreicher Humor und feinsinnige Ironie charakterisieren ihn ganz besonders. Er versteht es vortrefflich, Fachliches mit Humor und damit sowohl unterhaltsam als auch lehrreich zu vermitteln. Walter Grabmeier, ein Mann der Bildung. Als Lehrender an der BOKU und als Vortragender bei Weiterbildungsseminaren hat er sich der Bildung und ihrer Vermittlung verschrieben. Und so war er eben unermüdlicher Wanderprediger gegen das von ihm so bezeichnete, ironisierte, Schwachverständigenwesen. Bildung ist für ihn aber keine Einbahnstraße und so ist ihm auch stets die eigene Weiterbildung ein Anliegen gewesen. Seine Belesenheit ist vorbildlich, wenn nicht beneidenswert. Und für die Autoritäten des Faches wie Professor Sagel und Professor Moog war bzw. ist Walter Grabmeier ein geschätzter Gesprächspartner auf Augenhöhe. Walter Grabmeier, ein Mann von Rang und ein Mann mit Stil, ein charmanter Vertreter der alten Schule des guten Benehmens. Es gibt dafür eine einprägsame Kurzformel, die ich Hollywood verdanke. Da wurde 1982 unter der Regie von Taylor, wie heißt der, Hackford, aber immerhin mit Richard Gere in der Hauptrolle, bemerkenswert, ein Film produziert, dessen Titel ich gerne auf Walter Grabmeier übertragen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Offizier und Gentleman. Danke. Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Vizerektorin, sehr geehrter Herr Vizerektor, sehr geehrter Herr Senatsvorsitzender, werte Professoren und werte Festgäste. Vorweg darf ich mich für die mir verliehene Auszeichnung ganz herzlich bedanken und werde versuchen, mich dieser auch hinkünftig entsprechend würdig zu erweisen. Meine Damen und Herren,
Es ist jetzt 48 Jahre, dass meine Liebesbeziehung zur Universität für Bodenkultur besteht. Ich würde glauben, gehen Sie mit mir auf eine kurze Zeitreise durch diese für mich natürlich prägenden 48 Jahre. Nach Absolvierung des Präsenzdienstes, zuletzt in Freistadt, Inskription im Herbst 1968, erste Vorlesungen, erste Überraschungen, Professor Kisser, gemütlicher alter Herr, Professor Bracher, ausgewiesener Zahlentheoretiker, der hat begonnen in der ersten Vorlesung mit der Addition allgemeiner Zahlen. Da habe ich mir gedacht, na, da bin ich auch dabei. Nur hat die erste Vorlesung geendet mit dem unbestimmten Integral. Und in dem Tempo ist es natürlich dann weitergegangen. Wenn er besonders gut drauf war, der Herr Bracher, hat er mit beiden Händen gleichzeitig geschrieben. Also das kann sicher nicht jeder. Andere Vorlesungen, Professor Krapfenbauer, sehr raue Schale, aber persönlich im Grunde genommen sehr, sehr guter Kern. Erste Probleme. Meine Damen und Herren, ich mache hier jetzt vor Ihnen ein Geständnis. Ich wäre der BOKU um ein Haar untreu geworden. Nachdem ich beim Kolloquium zur allgemeinen Botanik das vierte Mal durchgefallen bin, habe ich mir gedacht, der mag mich nicht, und bin auf die Hauptuni und wollte dort das Lehramt für Latein und Geschichte studieren. Aber in dem Fall war mir das Glück hold. Ich traf dort eine Matura-Kollegin, die das Lehramt für Deutsch und Latein studiert hat, und die hat zu mir gesagt, bist du verrückt, komm einmal mit. Da habe ich mir eine Vorlesung über Altlatein angehört und bin dann sehr rasch wieder hierher zurückgewandert. Warum bitte Latein? Auch das bedarf einer kleinen Erklärung. Ich war während meiner Mittelschulzeit alles eher als ein Vorzugsschüler, das macht nichts, da fragt heute sicher niemand. Und hatte schon in der Mittelschule eben Schwierigkeiten mit Latein, in der vierten eine Wiederholungsprüfung, in der fünften ein Fotofinish, gerade halt positiv. No, und der sechsten schaut es nicht gut aus. Da hatte mein Vater, seinerzeit Bezirksschulinspektor, eine geniale Idee und hat mich zu einem Professor in Nachhilfe geschickt. Der war erstens fachlich überragend und zweitens ein Mensch. Der hat mich derartig repariert und präpariert, dass ich von dort weg, vom hoffnungslosen Fall, zur absoluten Klassenspitze in Latein gekommen bin. Ich habe in dieser Zeit und auch noch in meiner Studentenzeit Nachhilfeunterricht gegeben und habe insgesamt 46 Latein-Nachhilfeschüler gehabt. Eine Episode möchte ich hier doch bringen. Da hatte ich einmal eine Klasse, da waren einige Leute drin, die waren in Latein auch etwas schwachbrüstig, formulieren wir es einmal so. Da sind 8 Leute zu mir gekommen, ich möge ihnen doch helfen vor einer Schularbeit. Haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns getroffen in der Bude der Studentenverbindung, eine Kreide mit Tafel wurde organisiert und dann haben wir Schularbeitsstellen übersetzt, die irgendwo auf sehr dunklen Kanälen zu mir gelangt sind. Haben wir brav übersetzt, Satz für Satz, aber nicht nur übersetzt, das ist die halbe Miete, meine Damen und Herren, sondern auch grammatikalisch analysiert, damit die Herrschaften auch wissen, was sie tun. Und wir hatten dann das Glück, dass tatsächlich eine dieser Schularbeiten gekommen ist. Und die Herrschaften, die da etwas schwachbrüstig waren, haben auf einmal sehr gute Noten geschrieben. Einer dieser Herrschaften war ein bisschen nervös und hat nicht bemerkt, dass der Professor einen Nebensatz, der in der ursprünglichen Stelle drin war, weggelassen hat. Der hat den prompt mit übersetzt. Dadurch war die Verwirrung beim Professor etwas größer. Für Lateiner unter Ihnen, es handelte sich um einen Azi-Im-Relativsatz, garniert mit einer etwas schwierigen Partizipialkonstruktion, also ganz sicher am oberen Rand des Mittelschullateins.
Gut, das habe ich dann bis in die Studentenzeit gemacht. In meinem Jahrgang fiel der Wechsel vom Staatsprüfungsstudium zum Diplomprüfungsstudium. Wir waren ein Jahrgang, der konnte wählen. Alle anderen waren verpflichtend im Diplomprüfungsstudium, alle anderen im Staatsprüfungsstudium. Soweit wir in Erinnerung haben, bis auf zwei alle ins Diplomprüfungsstudium gewechselt. Das heißt aber dann erstmal seine Diplomarbeit schreiben, dazu später. Naja, weitere Probleme gab es eigentlich nicht. Naja, kleinere vielleicht in Meteorologie, aber das war ja also ein bisschen ein Orchideenfach. Habe ich halt einmal nach 3 Tagen versucht, dort anzutreten. Das war eher nicht von Erfolg gekrönt. Und der Professor Steinhauser, seinerzeit Direktor der Hohen Warte, hat mich mit nicht genügend nach Hause geschickt. Noch auch kein Beinbruch, habe ich mir gedacht, denke ich mir auch heute noch. Habe dann das Zeugnis ein bisschen ausgestaltet in Form eines Partezettels. Nur habe ich nicht bedacht, dass man bei der Wiederholung der Prüfung das Zeugnis mit der negativen Note dem Rektorat vorlegen musste. Das hat dann beim zuständigen Beamten zu leichten Verwirrungen geführt. Ich habe ihm mit treuherziger Miene erklärt, dass ich so traurig war, dass das einfach sein musste. Das hat er dann gefressen oder auch nicht. Dann andere Fächer. Waldbau, Professor Meyer, eine tatsächliche Hürde im Forststudium. Da ging es nur darum, möglichst zeitnah zum Ende der Vorlesung die Prüfung zu machen. Da war nämlich Meyer ganz richtig der Meinung, wer das schafft, der hat auch immer mitgelernt. Na, das habe ich getan, das war's. Forstschutz und Forstentomologie, Professor Kurier, der war zu dieser Zeit sehr schaumgebremst, denn der Präses der zweiten Staatsprüfungskommission Meyer hat nämlich einen Zweitprüfer für das Fach Forstentomologie und Forstschutz bestellt. Jetzt war nicht mehr der Kurier alleine und konnte die Studenten je nach Lust und Laune bisacken, sondern da war ein Zweiter da. Die Vorlesungen von Kurier waren ja gar nicht so ohne. Der hat ungefähr ein Dreiviertel seiner Zeit der allgemeinen Entomologie gewidmet. Meine Damen und Herren, wenn das jemand wirklich genau gelernt hat, hätte er sich zu Hause problemlos einen Käfer basteln können. Welchen Sinn das bitte für ein Forststudium haben soll, ist mir bis heute nicht ganz klar. Ich wollte ursächlich, nachdem mich der Forstschutz immer schon interessiert hat, bei Professor Kurier eine Diplomarbeit verfassen, aber aufgrund seiner doch, nennen wir es, Verhaltensoriginalität habe ich davon Abstand genommen und bin dann zu Professor Weindelmeier gegangen. Aber zurück zur Diplomprüfung. Ich war der erste Forstwirt, der eine forstliche Diplomprüfung absolviert hat. Das war recht gemütlich beim Professor Krapfenbauer, seinerzeit Präses. Er ist da gesessen, ich bin gegenüber gesessen, er hat sich die Zeugnisse angeschaut, passt und bin nach Konsumation eines Kaffees nach Hause gegangen. Die zweite Diplomprüfung, da habe ich es gehalten, so wie unsere österreichischen alpinen Skiläufer. Da bin ich nämlich aus den Medaillenrängen geflogen und war der Fünfte. Heutzutage würde ich feststellen, für mich auch kein Beinbruch. Im Rahmen der Forstökonomie, damals als forstliche Betriebswirtschaftslehre, hatte ich das erste Mal bescheidenen Kontakt mit der Waldbewertung. Damals, bitte muss ich schon sagen, das war es nicht. Das war gar nicht meins. Aber es sollte anders kommen. Ich habe dann, zurück zur Diplomarbeit, habe eine Diplomarbeit verfasst bei Professor Weindelmeier bzw. bei Professor Donnerbauer an der seinerzeitigen Forstlichen Bundesversuchsanstalt und zwar über einen Pilz, der an Hochlagenaufforstungen an Lärche ein Triebsterben erregt. Ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, denn wenn die Hochlagenaufforstung eingeht, dann haben wir noch möglicherweise 100.000 Euro pro Hektar in den Sand gesetzt oder in den Fels gesetzt. Also ein Schädling,
etwas spitz formuliert mit Potenzial. Gut, zweite Diplomprüfung, Assistentenzeit. Ich habe dann engen Kontakt zu Professor Donnerbauer gehalten, im Speziellen in dem Fach, was mich besonders interessiert, nämlich die Holzkrankheiten und der Holzschutz. Diese Kenntnisse von denen ziehe ich noch heute. Ich habe in Freistadt sehr oft mit sehr alten Gebäuden zu tun. Ja, nochmal. Ja. Und Sie sehen, es gibt da so viel zu erzählen, auch wenn ich mich im Telegram-Stil versuche zu fassen. Jedenfalls, diese Kenntnisse haben mir sehr geholfen. Na, dann kam ich nach Vöcklabruck auf die Bezirkshauptmannschaft, wurde dort unmittelbar mit dem Fach Waldbewertung konfrontiert, musste da von Amts wegen mehrere Gutachten erstellen, damals noch nach einem Uraltverfahren. 1979 meine Eintragung in die Sachverständigenliste, und ich hatte das Glück, wie Professor Sekut schon angedeutet hat, da durchaus erfolgreich zu werken. Und dann habe ich mir eben gedacht, eigentlich kannst du es, warum keine Dissertation? Dann bin ich zu Professor Sage, und nach längerem Hin und Her sind wir zur Überzeugung gekommen, Bewertung von Naturschutzauflagen für Waldflächen war damals ein brennheißes Thema. Für einen Externen ist es nicht leicht, so etwas zu machen. Professor Sekut hat das bereits angedeutet. Professor Sage hat aber die harte Tour mit mir gefahren, binnen 2 Monaten den jeweiligen Arbeitsfortschritt vorzulegen. Bin ich von Freistadt nach Wien gefahren. In dem Zusammenhang ist ein Dank an meine Lebensgefährtin angebracht. Die hat mir in kritischen Situationen, wo ich sage, ah wurscht, lassen wir es gehen, immer den Rücken gestärkt. Edith, dafür ganz herzlichen Dank und auch danke für deine Treue in schwierigen Lagen. Danke vielmals. Nach Promotion, Vortragstätigkeit erhielt ich dann den Lehrauftrag, den ich bis zum Sommersemester 2015 innehatte, dann aus gesundheitlichen Gründen leider aufgeben musste. Einen Wunsch darf ich bitte schon noch äußern. Wir konzipieren einen Universitätslehrgang. Und was ich so als Externer sehe, bewegt sich der in einer Pendelbewegung zwischen Rektorat und Senat. Meine Herrschaften, ist zwar lustig, das kenne ich aus meiner Verwaltungstätigkeit, sowas nennt man Beamtenping-Pong, dass man ab und zu dem einen zuschießt und der andere schießt und das nächste rüber. Aber so kommen wir bitte nicht weiter. Ich würde Sie daher dringend ersuchen, auf Ihre Mitarbeiter doch ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass wir hier zu einem guten Ende kommen. So, meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz fertig. Ich bin nicht ganz fertig. Abschließend darf ich der Universität für Bodenkultur auch für die kommenden Jahre alles Gute wünschen und sagen wir es lateinisch, ad multos annos. Danke Ihnen. Danke.